Hi, da bin ich wieder. Ich habe heute mal wieder was zu Warhammer 40k und zwar ein Tabletop-Spiel. Wenn man alles zusammenbekommen hat, dann hat man ja irgendwann die Möglichkeit, ganz große Spiele zu spielen. Und ich habe euch ja erzählt, nachdem ich das erste Heft hatte auf der großen Karte, wenn man es vor Ort kauft, hat man diese erste Ausgabe auf dieser großen Karte, das Video könnt ihr euch dann irgendwo oben jetzt eingeblendet, gerne mal anschauen. Das mache ich jetzt nicht noch einmal. Das habt ihr im Grunde genommen schon gesehen, was drinnen ist. Wenn man aber das Abo bestellt, dann hat man jeweils die Sachen so verpackt. Und ich würde sagen, es sieht schon mega cool aus, aus auf diesem mega großen Karton. Aber es reicht auch vollkommen in diesen, ja, in dieser Verpackung, in dem Tütchen aus. Würde ich jetzt mal so behaupten, aber es macht schon was her. So, die in der ersten Bestellung, Ausgabe, Lieferung, was auch immer, sind diese drei, nennen wir es mal Magazine mit jeweils Miniaturen und schon Farben. Also hier waren noch keine Farben dabei, aber Würfel und das Maßband, also das Lineal, sagen wir jetzt mal erstmal, was auch wichtig fürs Spiel ist. Das gibt es natürlich dann irgendwann auch hochwertige, wenn man länger spielt, aber für den Anfang ist das vollkommen ausreichend. Im Grunde genommen auch auf Dauer, aber ja, es gibt nur verschiedene Möglichkeiten, also verschiedene Varianten. So, das ist Ausgabe Nummer 1, die haben wir uns schon das letzte Mal angeschaut. So, dann haben wir natürlich schon unser Gratisgeschenk, unser erstes. Und das ist mega cool, denn meine alte Zange, die hat schon einiges mitgemacht und die ist auch nicht mehr so stabil. Hier haben wir Original von Citadel, haben wir hier folgendes. Das zeige ich euch mal. Wir haben einen Plastikkleber, damit wir die Miniaturen, später Panzer, Fahrzeuge, Gelände und ja, das ganze Mauerstücke und so, die Geländestücke zusammenbauen können, haben wir hier schon mal einen Kleber, der ist sehr hilfreich und dass er nicht gleich, ja, dass er vielleicht anstatt Würfel nicht gleich hier dabei ist, verstehe ich jetzt auch nicht ganz, weil wenn man jetzt erstmal nur die erste Zeitschrift sich holen sollte vor Ort, hätte man jetzt noch keinen Kleber, um die zusammenzukleben. Aber es ist halt so, bestellt ihr das Abo, habt ihr diesen Kleber und könnt gleich loslegen. Vor allem habt ihr nicht nur den Kleber, sondern ihr habt auch. Ups. Ah, da ist noch was runtergefallen. Und zwar war das mal das kleine Teil, das, vielleicht hole ich das später gerade nochmal. Jetzt bin ich wieder raus. Also, wir haben Plastikkleber und wir haben diese Zange, um halt die einzelnen Teile, die Miniaturenteile, Waffen, Köpfe, aus diesen Bits, aus dem Plastik rauszuholen. Zwei super tolle Werkzeuge, sag ich jetzt mal. So, dann kommen wir jetzt hier zum Das Imperium schlägt zurück, die Zeitschrift Nummer 2. Und ich sehe schon, das sind einfach nur drei Necrons. Nur drei Necrons. Ja, keine Space Marines. Das sind drei Necrons plus eine wirklich krasse Farbe. Ich mag die Farbe auch für Panzer und Waffen vorne und gerade wenn man so Flammenwerfer so ein bisschen baut, finde ich die Farbe optimal. Wir haben drei Base, passend zu den drei Figuren. Ich würde sagen, wir machen das jetzt auch gleich auf. Ich zeige euch nur noch mal Ausgabe Nummer 3 und auch hier haben wir schon eine Farbe in Blau, weil es für die Ultramarines sind. Die Ultramarines sind blau, aber ihr könntet auch die Marines, so wie ich, wenn ihr jetzt Salamander spielt oder in anderen Orden, auch in einer anderen Farbe bemalen. Dafür müsstet ihr halt allerdings die Farbe in einem Games Workshop oder einem Tabletop Shop euch kaufen oder bestellen. Genau. Die blaue Farbe werde ich für was anderes mal benutzen, für ein Gebäude, irgendwie, irgendwo, irgendwann. Aber meine Marines, falls ihr die mal später oder in den nächsten Videos mal seht, wundert euch nicht, die sind alle grün, weil ich anderen Orden spiele. Ja, das sind die drei Magazine, Zeitschriften, Ausgaben, nennen wir es Ausgaben. Das trifft, glaube ich, auf alles. Das ist Nummer 1. Das ist jetzt Nummer 2 und das machen wir jetzt mal auf, dass wir auch schauen, was hier drinnen ist. So, ich habe es euch kurz. Ach, da ist sogar der Pinsel drin. Super klasse. Die Pinsel von Games Workshop, ich mag die unheimlich gern. Gerade die kleinen, feinen, damit male ich sehr, sehr gerne. Gerade wenn es um Augen geht, kleine Details oder so, bei den Elfen zum Beispiel, das sind so viele kleine Teile, auch Diamanten und so. Ja, finde ich richtig cool.
Wir haben hier Farbe, wir haben hier Pinsel, hier haben wir die Zange, hier haben wir Kleber. Im Grunde genommen können wir sofort starten. Das finde ich schon mal richtig gut. Das finde ich richtig gut. Der Pinsel ist echt mega geil. Also ich mag die Pinsel generell. Ich benutze sie sehr gern. Es gibt aber natürlich auch viele andere Pinsel, die toll sind. So ist es ja nicht. Aber ich finde, die Pinsel sind auf jeden Fall eine tolle Sache. So, da haben wir Imperium schlägt zurück. Wir haben die Necrons des 41. Jahrhunderts. Drei Necrons. Necron-Krieger sind das. Nicht schlecht. Die sehen ja schon mal gut aus. Ich glaube, das sind sogar jetzt schon die neuen, gell? Krass. Ja. Es gibt ja die Modelle, die ändern sich natürlich, die Waffen, die ändern sich. Das Ganze ist schon gelocht, weil es ja in unserem Ordner, den wir ja mit dem Abo demnächst bekommen. Deswegen wundert euch nicht, wenn ihr dann blättert, wie bei mir, und die Seite sollte rausreißen. Die sind ja dafür da, dass wir sie rausnehmen. Hier nochmal erklärt, das finde ich auch ganz schön, dass gerade ich spiele keine Necrons, ich habe keine Ahnung, was die da alles für Möglichkeiten haben, Waffen, was die benutzen und so weiter. Wenn so kleine Details erklärt sind, finde ich das super, finde ich echt cool. Und auch hier ist das Base, also das runde, schwarze hier, ich zeige es nochmal, worauf die Miniaturen stehen. Die sind hier bemalt und mit Wiesensteinen beschmückt. Und ich mag es unheimlich gern, wenn die Base gestaltet sind, wenn die nicht einfach nur schwarz bleiben. Aber das ist jedermanns Sache. Also jeder kann das für sich entscheiden. Ja, hier noch ein bisschen was zur Geschichte, Schlachtbuch. Da kann man noch die Werte der Waffen und der Stärke des Charakters auch natürlich eintragen. Ups, guckt, das ist nicht schlimm. Die Seiten fallen raus, weil wir sie ja dann später sortieren. Je nachdem geht es um die Geschichte. Ist das hier, blau ist ja markiert, ich weiß es nicht, die ganze Reihenfolge, blau ist ja markiert für Tipps zur Bemalung. Und das sortieren wir natürlich der Reihenfolge nach. Hier ist übrigens eine ganze Armee der Ultramarines, schaut mal. Das sieht schon mega cool aus. Gerade so in so einer Vitrine, das sieht echt schon geil aus. Genau, hier wird gezeigt in Blau, wie die Miniatur zusammengesteckt geklebt wird. Hier, das fällt auseinander, ist nicht schlimm. Und gelb ist die Bemalung. Hier wird dann nochmal kurze kleine Tipps, weil kleine Effekte, kleine Tipps schon ganz große, eine ganz große Wirkung haben auf einzelne Modelle oder Sachen. Dann gibt es noch so ein, hier so einen Behälter später, oder kann man sich auch jetzt schon separat kaufen. Und dann kleine Paletten und Tipps, wie man je nachdem die Farbe ein bisschen dosiert, je nachdem, was man natürlich malen möchte. So, das sind die Maltipps. Finde ich auch mega cool. Das ist auch die Farbe übrigens, wenn ihr ihn ein bisschen dunkler haben wollt oder heller. Macht schon einen großen Effekt raus. Hier geht es dann weiter um das Spiel an sich. Spielregeln erklären. Und das ist in grün. Und dann heftet man natürlich die Teile, die Seiten, die einzelnen Seiten, heftet man dann dementsprechend im Ordner ein. Und wenn man natürlich dann alle Hefte hat, dann muss man sich nicht alles immer komplett ansehen, sondern man blättert einfach zum Teil bemalen, zum Teil bekleben oder zum Teil Geschichte oder Spielregeln. Deswegen finde ich es für Anfänger, finde ich es mega cool gemacht, echt mega cool. Auch ich habe immer noch Spaß dran, mir das anzugucken, und immer wieder entdecke ich etwas, was ich vorher nicht gewusst oder gesehen habe. So, hier haben wir Marines und hier haben wir Farbe. Das ist ja cool, dass hier ein Pinsel da ist. Hier ist Farbe und Pinsel. Das finde ich mega geil. So, wie viele Marines haben wir denn? Hier unten ist immer abgebildet, welche Marines wir hatten. In der ersten Ausgabe hatten wir nämlich einen Marine und einen Necron. Hier haben wir drei Necrons. Und hier wiederum haben wir drei Marines. Gerade dachte ich, die hätten ein Sprungmodul, haben die aber nicht. Cool. Intersektoren, Imperium. Okay, Sturm. So. Genau, dann geht es hier genauso weiter. Ich guck mal, die Seiten fallen, das ist halt schwierig zu zeigen, weil die Seiten mir schon förmlich auseinanderfallen. Hier nochmal zur Geschichte. Ups. Ist auch ganz gut, wenn man so ein bisschen, wenn man gerade die Romane nicht gelesen hat, dann ist es immer ganz cool, wenn man da so ein paar Hintergrundgeschichte wissen hat. Hier wieder zum Rausklipsen wird hier alles gezeigt, erklärt. Finde ich sehr schön gemacht, auch vor allem schön bunt, farbig und so.
Hier nochmal zur Farbe, kleine Tipps, wie mache ich das, worauf achte ich, gerade dass die Farbe nicht so schnell austrocknet, wie bemale ich meinen Marine, ja, wo fange ich an und so. Finde ich richtig cool. Das sind auch viele Sachen gewesen, wo ich mir immer noch abgeguckt habe, wo ich immer noch drüber geschaut habe und mir dachte, cool, habe ich irgendwie am Anfang verpasst. Ja, Spielregeln sind ganz wichtig später. Wir wollen ja irgendwann auch, wenn wir die genügend Miniaturen haben, wollen wir natürlich auch eine große Schlacht führen oder auch kleine Schlachten. Und ja, das ist das Heft. So, jetzt schauen wir mal. Hier wird uns gezeigt, was in Ausgabe 4 und 5 nochmal kommt. Das war ja am Anfang auf diesem großen Karton, war das auch mit drauf. Natürlich nochmal eine Farbe, das finde ich cool. Etwas andere Necrons, größere Schlacht, Farbe. Und bei der Nummer 5, Primaris Captain sogar. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Ja. Das sind die nächsten Ausgaben, auf die wir uns freuen können. Aber ich denke, bis die nächsten Ausgaben kommen, haben wir jetzt hier erstmal genug zu tun. Genau, hier ist dasselbe. Ist überall dasselbe. Weil bis man, ich meine, es geht schon schnell, aber bis man halt die ganzen Miniaturen jetzt rausgeknipst hat, bis man sie zusammengeklebt hat und dann grundiert, dann bemalt, das dauert ja ein bisschen und dann hat man auch ein bisschen Zeit für bis zu den nächsten Ausgaben, dass man sich die Regeln mal anschaut. Genau, vor allem die Regeln. Das ist wahrscheinlich aus der 9. Edition. Hoffe ich mal, dass es die aktuelle ist, aber ich gehe mal stark davon aus. Ja, vor allem haben wir ja in der ersten Ausgabe ja das Spielfeld schon gehabt, wo wir uns das schon mal angucken. Das war ja hier dabei. Ja, richtig cool. Genau, da oben ist nochmal, das war unser erstes Gratisgeschenk jetzt. Das ist der Kleber, die Zange. Und, ach so, da ist noch der Gussgratenentferner. Der ist mir jetzt runtergefallen, den finde ich jetzt nicht so schnell. Das ist klein aus Metall. Da kann man nochmal ein bisschen nachschleifen, wenn da kleine Reste von Plastik übrig bleiben. Passiert immer wieder mal. Dann nochmal die Pinsel. Eins, den Pinsel haben wir schon. Und zwar ist es der dünne. Ja, aber ist es. Ich glaube, das ist der mittlere. Ja. Das ist der mittlere. Und dann mit dem nächsten, also das werden dann noch die restlichen Geschenke. Kriegen wir irgendwann auch mal den Ordner. Wäre eigentlich sehr cool, weil sonst fliegen hier die ganzen Blätter rum, die sich ja schon nach und nach entfernen. Und das wäre schon mega cool, wenn wir die dann so langsam mal einheften können. So, das ist jetzt also das, was ich mit der ersten Lieferung bekommen habe. Ich habe drei von diesen Ausgaben. Ich habe hier drei, sechs, acht. Acht Miniaturen schon mal. Ich habe zwei Farben, ein Pinsel, einmal Würfel und diese traumhafte Zange. Die ist mega cool. Meine ist stumpf geworden. Mega cool, dass die jetzt wieder dabei ist. Da freue ich mich unheimlich gern. Die kostet ja auch schon eine Menge. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass das dabei ist. Das waren die ersten Ausgaben. Und ich würde sagen, ich mache mich jetzt ran an die Bemalung, ans Grundieren und Kleben. Jetzt, wo der Kleber da ist. Mega cool. Und im nächsten Video sehen wir uns schon mit den nächsten Ausgaben. Und vielleicht habe ich schon die ein oder andere Miniatur zusammenbekommen und kann sie euch dann hier auch mit gleich zeigen. Ja, bei den Necrons weiß ich nicht, ich habe noch nie Necrons bemalt, aber so eine Hauptgrundierung, die kriege ich noch hin. Und vielleicht auch so ein bisschen die Base-Gestaltung. Aber ein paar Marines werde ich auf jeden Fall bis dahin zusammenbauen. So, mega cool. Ich würde sagen, wenn ihr Interesse und Lust habt, das Ganze mitzuverfolgen, dann sehen wir uns im nächsten Video, in den nächsten Ausgaben. Bis dahin, bye bye.